Ja, es war sehr brutal. Also hier fährt auch schon wieder ein Krankenwagen lang. Eben kam schon ein Notarzt. Es gab üble Misshandlungen. Leute wurden auf den Kopf getreten, Knie auf den Kopf gerammt, Knie in den Rücken gerannt, Tritte in den Rücken. Heute sollte der Kiezladen Friede 54 geräumt werden. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir haben gestern Abend schon ab 20.30 Uhr eine Kundgebung angemeldet. Die Kundgebung ging bis 4 Uhr nachts. Da waren zwischenzeitlich bis zu 400 Leute auch da. Ja, ab 4.30 Uhr wurde dann diese Kundgebung abgeräumt oder sollte von der Polizei geräumt werden. Ab da war Alarmbereitschaft. Also es gab dann eine ganze Menge Leute, die im Haus waren. Auch ca. 200 Leute, die vor dem Laden waren. Dann wurde erstmal die Friedelstraße abgesperrt an der Ecke Weserstraße und an der Ecke Lenaustraße. Da waren dann noch relativ wenig Beamte im Einsatz. Es waren vor allem die berühmten Partylöwen dieser Stadt, also die Einsatzhundertschaften 14, 15 und 32, die ja jetzt nicht mehr nach Hamburg dürfen und deswegen mussten sie hier alles rauslassen an Aggression, was sie da nicht mehr rauslassen dürfen. Nach und nach kamen immer mehr Menschen. Im Laufe der Zeit waren 600 bis 700 Menschen hinter den Absperrungen, haben immer wieder skandiert, haben die Leute moralisch unterstützt, haben eine Sitzblockade in der Weserstraße gemacht. Dort gab es dann auch die ersten Übergriffe, die ich selber noch gesehen habe, wo die schon auf Leute raufgestiegen sind, Leute brutal an den Haaren weggeschoben haben. Nur wenn wir uns gegenseitig austauschen, können wir eine befreite Gesellschaft aufbauen. Und deswegen sind solche Läden einfach notwendig. Und wir müssen diese Läden erhalten, wir müssen dafür kämpfen und wir müssen uns jetzt wohl auch wieder neu erkämpfen.